Also ich will ein richtig großes Haus bauen. Okay. Dann dürft ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Ich glaube, da muss ich hier drüben durch, oder? Komm, hauen wir mal fröhlich drauf, hauen wir mal ganz fröhlich drauf. Aber wo waren die scheiß Metall... Strobo, du weißt doch noch aus so unserem Multiplayer-Projekt, ne? Was denn? Die Metallvorkommen, die auf der anderen Flussseite waren. Auf dem Berg zumeist. Ja, ich bin auf dem Berg. Auf dem falschen vielleicht? Nee, ich bin auf der Flussseite. Oh, ein Raptor! Mücke! Ich wünsche dir viel Spaß! Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Female Raptor 21. Danke! Dafür. Hallo, dafür habe ich Mücke? Hm? Dafür sowas habe ich Mücke. Ganz klare Sache. Ah, da ist Metall. Ich hab das Metall endlich gefunden. Ich will jetzt auch nur Metall rausholen. Da sollte man besser mit der Picke draufhauen, ne? Ja, mit der Picke. Mhm. Ich habe jetzt gerade fröhlich mit der Axt draufgehauen, aber das hat jetzt nicht das gebracht, was ich so haben wollte. Da kriegst du nichts mehr. Mhm. Habe ich jetzt gerade aufgemerkt. Das soll anfangen zu regnen. Ich hab Durst. Und auch, dass deine FPS einbricht, wie sonst was? Dude, meine FPS bricht bei Ark prinzipiell ein. Okay. Und deswegen kann es sein, dass auf YouTube es leicht leckt. Leicht ist gut. Guten Hunger. So, okay. Da ist weiter Metall. Ne, ich bin bewusst in die Gegend gezogen, wo wir unser Multiplayer-Projekt hatten. Was immer noch bei mir gesichert auf dem Server liegt. Ah, oh, okay. So ja. Was? Nach so langer Zeit noch. Ja, klar. Weil es könnte ja sein, dass ich demnächst irgendwann mal einen etwas stärkeren Server habe, wo wir dann auch mal auch solche Sessions entspannt nochmal nachspielen können. Oder weiterspielen können. Hm? Okay. Muss man einfach auch alle mal die Zeit dazu haben. Weil Zeit ist immer das, was bei uns immer sehr, sehr knapp ist. Ja, das war. Vor allen Dingen die koordinierte Zeit. Was? Vor allen Dingen die koordinierte Zeit. Eben. Wo alle Zeit haben. Mhm. Und durch meinen Beruf. Mücke, gib mir Beeren. Ich brauch dringend. Welche Beeren geben eigentlich am meisten Wasser? Wasser waren, glaube ich, die Atrophieren, ne?
Ich probiere es jetzt mit Armor Berries und Azure Berries. Du kriegst das Metall, du kriegst das Fleisch. Na gut. Vicky sagt, dass jede Beere ein bisschen, außer die Stimberries, ein bisschen den Durst löschen. Die Stimberries, die nehmen dir den Durst wieder. Eben. So, Mücke, wir müssen uns die Beeren teilen. Aber wir gehen gleich nochmal ein bisschen Beeren sammeln. Ist ja kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ich will mit dir jetzt erstmal eine Runde Metall sammeln noch. Ja? So, Wasser ist irgendwie bei 2,5 und steigend. Leicht steigend, aber steigend. Da ist Metall noch. Ich lass mich bloß in Ruhe, sonst krieg ich das mit Mücke zu tun. Ein Oviraptor. Und ein Äffchen. Wie gut, dass mich die gerade mal so gar nicht interessieren. Ein Kompi. Und noch ein Kompi von Mücke. Hä? Habe ich schon erwähnt, dass ich meinen Trike liebe? Ja, ne? Öfters. Mehrmals. Aber ist ja auch so. Ich tue meinen Trike. Hm. So. Und dann müssen wir jetzt auch... Wir sind auch schon gleich vom Level ab schon. Cool. Mhm. Und dann werden wir anfangen, den Smithy zu bauen. Der geht ja erst auf Level 25 los, ne? Und dann werden wir ganz entspannt anfangen. Komm, wir halten erstmal zurück. Dann werden wir mal eben kurz gucken, was brauche ich überhaupt für den Smithy. Weil ihr wisst ja, Vorbereitung ist ja alles, nur nicht für mich. Vorbereitung und Posten beißen sich. Mhm. So, da ist ein Stego. War festgeglitscht, aber den werde ich trotzdem nicht angreifen. Doch, warum denn nicht? Weil ich kurz vorm Verdursten bin. Die Mücke geht zwar perfekt, aber trotzdem. Mücke geht es wirklich perfekt, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, werde ich jetzt ihn nicht jetzt großartig jetzt anstrengen, weil der hat nur so viel. Ich habe mit Mücke noch eine Menge vor.
Okay. Sagen es mal so, da ist es wirklich hinderlich, wenn ich da in irgendeiner Weise Mücke verliere. Da muss ich ja schon wieder Grabsteine aufstellen. Reingekommen bist? Nee, ich bin woanders. Wollte gerade sagen, greift der Dilo jetzt ernsthaft jetzt die Schildkröte an? Ha! Ha! Sieht garantiert ziemlich witzig aus. Man muss auch dazu sagen, die Dilos, die Schildkröten sind echte Feiglinge. Wieso? Was ist denn das? Was ist das? Ja, warum? Warum sind Dinos oder warum sind Schildkröten echte Feiglinge? Weil sie gerne zu dritt drauf gehen? Auf einen? Ja, das ist normal für die eure Größe. Will dich haben. Was bist du? Okay, du siehst aus wie eine Ente. Oh ey, die vierte Mücke heute schon heute Abend schon erwischt. Also. So, aber wir wollen jetzt erst einmal zur Wohnung zurück. Alter, das war ganz schön weit weg noch, die Wohnung. So, Mücke kommt auch. Die Wohnung ist aber, er war echt pervers weit weg. Und ich habe ein Level Up. Das sehe ich schon mal gerne. Was? Ja. Ja, ich musste für den Anuaki Genesis musste ich im Prinzip alles hochstellen, was in irgendeiner Weise beschleunigt. Also die XP beschleunigt zum Beispiel. Weil es gesünder ist. Aber du musst bedenken, du spielst halt auch ein, weil du trittst gegen Gegner an, die dir mal weit, und zwar wirklich weit überlegen sind. Hm? Die sind dir wirklich überlegen. Da hast du mal plötzlich einen Dino vor dir stehen, der A, dich übel fertig macht. Der dich wirklich übel fertig macht. Und mal eben Level 400 ist. Und das sind halt die, das ist halt, der Nachteil an Anuaki Genesis. Weil da hast du dann wirklich Probleme. Wenn du dann plötzlich einem Dino gegenüberstehst, das so Level 400 ist. Ich bin noch mal kurz aufkaufen. Ja, mach mal. So, Spoiled Meat. Okay. So, Metall bitte. 7 Metall reicht mir erstmal.